Julian Niederrömelin zählt zu den populärsten zeitgenössischen Philosophen Deutschlands. DRK Vorarlberg lud ihn zu einem Vortrag über sein Buch Akademisierungswahn zur Krise beruflicher und akademischer Bildung ein. Im Interview erklärt Niederrömelin, in welche Richtung eine Erhöhung der Akademikerquote führen könnte. Also es hat eine massive Verschiebung in Österreich, auch in Deutschland, weniger in der Schweiz gegeben, von der beruflichen Bildung hin zur akademischen. Das war gewollt, das hat die Politik gewollt, das hat die OECD gefordert. Unterdessen stellt sich heraus, dass im Bereich der Facharbeiterschaft die Stellen, die frei werden, zum großen Teil nicht mehr werden besetzt werden können. Das heißt, Millionen von Stellen werden nicht mehr besetzbar sein, weil es an Nachwuchs fehlt. Und das kann dazu führen, dass diese besondere, auch wirtschaftliche Struktur, die Mitteleuropa, speziell Deutschland und Österreich auszeichnet, nämlich mittelständische Unternehmen, verarbeitende Industrie, verarbeitendes Gewerbe, Handwerksbetriebe, dass die massiv unter Druck kommen, weil ihnen der Nachwuchs ausgeht. Bis zum Jahr 2030 sollen in Österreich rund 400.000 nicht-akademische Fachkräfte fehlen. Aber man kann laut Niederrömelin auch gegensteuern. Also ich glaube, wir brauchen eine Botschaft der Gleichwertigkeit, der gleichen Achtung, des gleichen Respekts. Teilweise zeigt sich das übrigens schon in den Besoldungen. Gerade die private Wirtschaft reagiert auf die Mangelsituation. Und zum Beispiel die stärksten Anstiege der Einkommen haben im Bereich Meister und Techniker stattgefunden in den letzten Jahren. Wir haben bei den akademischen Berufen nach wie vor einen Engpass bei Informatik, Ingenieurwissenschaften, ein bisschen Mathematik. Bei Naturwissenschaften kann man das schon nicht mehr verallgemeinern. Aber das wird voraussichtlich in einigen Jahren auch weitgehend behoben sein. Aber es gibt riesige Bereiche, in denen wir diese Zahl, das betrifft Juristen, das betrifft BWLer, diese jetzt entstandenen Zahlen vermutlich auf dem Arbeitsmarkt nicht gut unterbringen können. Das heißt, es führt dann zu einem Verdrängungswettbewerb. Dass die Absolventen von BWL, Betriebswirtschaftsstudiengängen, machen dann das, was die Sachbearbeiter nicht akademischer Qualifikationen gemacht haben in der Vergangenheit. Architekten machen das, was früher technische Zeichner gemacht haben. Und damit ist niemandem gedient. In den Köpfen der Bevölkerung scheint die duale Ausbildung weniger wert zu sein als eine akademische. Aber warum? Naja, man kann sagen, es hat eine Art Propaganda gegeben über Jahrzehnte hinweg. Dem Akademiker gehört die Zukunft. Sicher, man braucht auch die beruflich Ausgebildeten, aber weil eben nicht alle das Abitur, Matura, sagt man in Österreich, oder eben ein Studium absolvieren können. Diese Botschaft hat lange nicht sehr gewirkt. Seit Ende der 70er Jahre bis nach der Jahrtausendwende waren die Verschiebungen im Rahmen, waren nicht massiv. Erst danach, in Deutschland ab 2006, gehen die Zahlen dramatisch nach oben. Das ist in Deutschland innerhalb von 6 Jahren, 2006 bis 2012, ein Plus von 60% Studienanfängerquote. Das ist gewaltig. Das ist also keine lange Entwicklung über Jahrzehnte, sondern diese 6 Jahre. Und die Politik, die jetzt dazu neigt, zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, das sind eben die Wünsche der jungen Leute, die lügen sich in die Tasche, weil es war ein klares Ziel in vielen Bildungskonferenzen und Bildungsgipfeln der Politik. Es sind Mittel geflossen in den Ausbau des tertiären Sektors, massive Milliardenbeträge in diesem Bereich. Die beruflichen Schulen zum Beispiel, die Berufsschulen, die berufliche Bildung insgesamt hat nicht von solchen Geldsegen profitiert. Das heißt, es war gewollt, es hat seinen Effekt gehabt, es hat diese Verschiebung gegeben und jetzt sehen viele, das ist hypertroph, das schießt übers Ziel hinaus, wir müssen das wieder normalisieren. Und ich habe mittelfristig die Perspektive, dass wir die zwei Säulen, nämlich wissenschaftliche, akademische Bildung, aber wirklich wissenschaftliche Bildung auf der einen Seite und Ausbildung im dualen System, Praxis und Theorie verbindend, dass wir das als die zwei Hauptsäulen haben mit einem Zwischenbereich aller möglichen Mischungen. Da habe ich auch nichts dagegen, aber wir dürfen diese zwei Hauptsäulen nicht beschädigen. Dabei gäbe es Mittel und Wege, das Ansehen der dualen Ausbildung wieder flott zu machen. Also manche Berufe sind en vogue. Also zum Beispiel überlegen sich manche, soll ich studieren oder Schreiner werden. Die Schreiner, also Betriebe, die können sich wirklich aussuchen, tendieren jetzt auch dazu, in meiner Heimatstadt fast nur noch Abiturienten und Abiturientinnen zu nehmen, weil sie sich aussuchen können, was auch keine gute Entscheidung ist. Wer weiß denn, ob die Abiturienten die besseren Schreiner sind, als diejenigen, die einen Realschulabschluss haben oder auch einen Hauptschulabschluss.
Es gibt Mechatroniker, die sind hoch anerkannt und sehr begehrt. Es gibt manche Elektrotechniker zum Beispiel, nicht akademische, die verdienen deutlich mehr als Geisteswissenschaftler in Deutschland. Also es ist nicht so schwarz-weiß, aber ich glaube, die Hauptaufgabe ist, den weiterbildenden Schulen, die also zu einer Matura führen, zu vermitteln, ihr müsst euer Bildungsverständnis so ausweiten, dass auch diejenigen, die diese Schulen absolvieren, vorbereitet sind auf nicht-akademische, handwerklich-technische, kaufmännische, gestalterische, betreuende und so weiter Berufe und nicht von vornherein nur auf die Schiene des wissenschaftlichen Studiums gesetzt werden.